Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, was wird Gott wollen, was wir tun an andere Menschen? Wo sind wir am besten deinem? Wo ist die beste Mission? Jesus sagt, das zweitgrößte Gebot ist der nächsten Liebe. Gott will, dass wir alle Menschen leben. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt geliebt. Wir würden nicht Probleme haben, unsere Freunde zu leben. Aber dann sind da noch andere, die vielleicht nicht von unserer Gemeinde sind. Da gehen wir vorhin vorbei, ohne zu reisen. Und wenn sie noch sind, wenn das Spanische sind oder Indianer, dann gehen wir so vorbei, als wenn es nicht mal Menschen würden sein. Alle Menschen von allen Völkern sind von Gott geschaffen und sind von Gott geliebt. Und Gott wird von uns erwarten, dass wir an auch leben. Dass wir ein wertig leben. Und dass wir an so leben, als Gott an leben. Dass die Menschen das spüren können. Was tun wir, wenn wir wem leben? Gott, wie schicken die Menschen in die Augen an? Wie reißen diese Menschen? Manchmal geben wir den Menschen einfach einen Huck, eine Umarmung und sagen, hey, ich freue mich, dass du da bist. Wie würde nicht einfach so vorbeigehen und tun, als wenn der Mensch nicht da ist? Wenn wir im Leben, würden wir ihm helfen, wenn der Not ist. Wie würde uns freuen, wenn er sich freut? Und wie würde traurig sein, wenn er traurig ist? Wie würde uns nicht freuen, dass er bankrottet, dass er Krankheiten hat, wenn er uns Feind ist. Ich würde sagen, er hat sich als Feind benommen, aber mir tut das weh, dass er nicht mehr der so eine große Trubel kommt. Vor dem Himmel, ich bete in Jesus sie Namen, dass du uns liebst, den Nächsten zu leben, so du am Leben bist. Du liebst uns, aber du liebst auch den Nächsten. Und der Nächste, das ist manchmal auch der, den wir nicht so sehr leisten, der vielleicht von einer anderen Gemeinde ist, der vielleicht von einer anderen Kultur ist. Halb uns zu leben. Das beten wir in dem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top macht bei dem Namen Jesus groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.